Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich sitze hier ganz, ganz früh und dachte mir, Bruder, du hast dir noch gar nicht überlegt, welches Video du heute machen sollst. Und dann habe ich aber gesehen, Reinis Monat Oktober. Da dachte ich mir, ey, vielleicht kommt da ja was Gutes bei rum. Es sah ein bisschen aus, ich habe gerade kurz die Aufnahme mal kurz angeschmissen, um den Sound zu vergleichen. Ihr wisst es, Reini und ich, wir sind in Sachen Sound nicht so auf dem gleichen Level. Dann habe ich aber auch gesehen, das Video geht nur 15 Minuten. Da habe ich mir noch gedacht, Bruder, guckst du doch mal kurz weiter. Und da kam Zelda, Zelad. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich habe trotzdem dieses Thumbnail hier gewählt. Ja, ich dachte mir, just for the lulz. The Legend of Zelda Breath of the Wind. Ja? Ich mach mal hier Ding. So. Es ist aufgebaut, wie gesagt, das erste Video ist aufgebaut wie ein Dragon Monday. Ich hoffe, es ist kein Dragon Monday, denn falls, naja, dann haben wir Pech. Ne? Dann machen wir heute ein Dragon Monday am Dienstag. Ne? So einer ist er, der Ani. Ich würde sagen, Leute, lass uns nicht lang rumschnacken hier. Gehen wir rein in die Bude, rein in den Holger, wie mein Gumpel Skybro sagen würde hier. Kannst du mir kurz das Video mal raussuchen? Hier in mein Tarton. Ja, gut. Er hat es aus dem Tarton geholt und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich habe nämlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen verpennt. Ja. Wir müssen heute ein bisschen Gas geben, wir müssen heute ein bisschen schneller machen. Ne? Gehen wir mal rein in die Bude. Ihr wisst, der Ani hält sowieso den Rand nicht. Das kann noch dauern. Abfahrt, würde ich sagen, Leute. Abfahrt. Gut, erstmal Metal-Leute. Erstmal Metal-Leute, ja. Ich weiß nicht, warum er dieses Bild hier genommen hat. Was hat er hier um? Was soll das sein? Ist es eins von diesen Umschnall-Dingern? Aber er macht dabei die Augen. Er will es nicht sehen. Er will es nicht sehen, was er da nimmt. Ne? Schwierig. Ist aber schön, wenn ein Video so anfängt. Ja. Schauen wir mal. Leute, servus und willkommen. Werde ich aber gleich nochmal sagen. Ich wollte euch nur kurz darauf vorbereiten. Leute, seid bitte vorbereitet. Dennis H., du auch. Ich weiß, dass einige Leute wahrscheinlich sich jetzt wundern werden. Das hast du doch gestern im Stream schon erzählt. Oder heute. Ich habe den Stream gestern nicht gesehen. War da einer? Lul! Bitte im Stream schon erzählt. Ja, ich habe das schon im Stream erzählt. Aber ich werde in Zukunft aus diesem monatlichen Video, wo ich für die ganze Woche erzähle, ein Video und eventuell auch einen Stream machen. Der Stream ist natürlich immer ein bisschen... Ah, das war... Ja, das hat er mal angekündigt. Ne? Er will jeden Monat so ein Video machen. Was der Monat so gebracht hat, was der Monat so war... Ja, ich glaube, es ist einmal passiert. Das ist das hier. Wir haben hier gerade ganz rare Aufnahmen. Ein bisschen offener und auch ein bisschen mit euch Interaktion. Und die Videos werden... Ja, an manchen Stellen bist du sehr offen, habe ich gehört. ...ein bisschen unpersönlicher sein. Die werden ein bisschen mehr auf die Punkte kommen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich bei meinen Videos auch immer. Kannst vergessen. Und dann wird es hoffentlich ein bisschen... Dingsig? Ich habe es im Stream schon gesagt, ich hoffe, dass es im Video ein bisschen fundamentierter rüberkommt. Ich weiß, es war wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ich kann das trotzdem sagen. Ne? Ich kann Sachen ruhig falsch aussprechen, Leute. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich versuche es auf jeden Fall da ein bisschen schneller und einfacher zu erklären. Dann viel Spaß mit dem Video. Kommt denn jetzt ein Video, das von dir ist oder ein anderes? Denn mit einem anderen hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß. Ach ja, eine Sache muss ich noch... Junge, komm zum Punkt hier. Du wolltest gerade eben, hast du gesagt, nicht so lange rumschnacken, mehr zum Punkt. Und jetzt kommt... Ach ja, eine Frage noch. Okay, Columbo, leg los. ...noch sagen. Es kann sein, dass es ein bisschen blöd ist vom Ton her, weil ich 5.1 anhatte. Ja, und anstatt dieses Video dann nochmal aufzunehmen, hast du gedacht, lade ich trotzdem hoch. Ich kann euch mal sagen, einen kleinen Schwank aus meiner Jugend. Es ist schon lange her... Da habe ich Seven vs. Wild reacted. Zusammen mit meinem lieben guten Freund Troll Lindemann. Ja, und ich habe die Aufnahme, ich sage immer, wie es ist, ich habe es verkackt. Ja,
Ich habe kein Desktop-Audio angehabt. Das heißt, er und das Video waren nicht zu hören. Ich dafür dann umso lauter. 2,5 Stunden. Und am Ende sage ich: Troll, ey, bitte, bitte hass mich jetzt nicht, aber ich habe reingeschissen. Sagt er, was ist denn los? Ich sage, ich habe kein Audio aus dem Video und von dir habe ich habe beides nicht drin. Und ich dachte, der dreht jetzt richtig durch. Ne? 2,5 Stunden haben wir es aufgenommen. Dann sagt er, ja, und machen wir es einfach nochmal. So. Und dann haben wir knapp 3 draus gemacht. Ich habe es aber nicht hochgeladen, so diese kaputte Aufnahme. Warum? Ja, weil das gehört sich einfach nicht. Rainer sagt einfach, ich mache jetzt noch ein Video vorher. Ich muss sagen, meine Aufnahme ist sehr schlecht. Ja, Pech gehabt. Lade ich trotzdem hoch. Da habt ihr. Nice. Meine Kamera hat nämlich ein 5.1 Audioaufnahmesystem und ich habe das vor kurzem mal so eingestellt, weil ich das für ein Privatvideo brauchte und jetzt. Ich will gar nicht wissen, was für ein Privatvideo. Ganz ehrlich, ich will es nicht wissen, was für Privatvideos er meist verschickt. Nee, da bin ich nicht heiß drauf. Jetzt habe ich dummerweise das Problem, dass das hier aber nicht auf YouTube funktioniert. Deswegen, ich habe versucht, das ein bisschen zu verbessern, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut rüberkam. Also müsst ihr euch einfach mal. Rainer, du hast das Video danach noch selber gehört, nachdem du es verbessert, ihr könnt es nicht sehen, aber ich Gänsefüßchen gerade, verbessert hast. Dann musst du doch wissen, ob es besser geworden ist. Sei doch einfach ehrlich und sag, Leute, ich habe reingeschissen, sorry, tut mir leid. Ich lade es euch trotzdem hoch. Hier, da habt ihr jetzt. So, seid damit zufrieden. So ganz einfach. Sei ehrlich. Schon. Ich hoffe, an der Anlage oder so merkt man es nicht so wirklich, aber auf die Kopfhörer oder im Handy merkt man es. Im Handy merkt man es auch nicht, nur mit Kopfhörern halt so. Vor allem. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute. Hört sich an wie immer. Nicht gut, natürlich. Nicht gut. Ne? Klar. Aber hört sich halt an wie immer. Mal etwas hellere Farben als sonst. Etwas hellere Farben als sonst. Wisst ihr noch, sein Video, das ich, wer mich das zusammen gemacht hat, ich glaube mit Mad Dog, wo er gesagt hat, niemals habe ich andere Farben als schwarz getragen. Noch nie seit den letzten 20 Jahren nicht mehr. Da ist der graue Pulli, gelbe Shirt. Wie gesagt, es ist aufgemacht wie ein Dragon Monday, es ist aber kein Dragon Monday anscheinend. Liegt aber nur daran, dass es eines der schönsten, besser gesagt, einer der wärmsten Pullover ist, die ich überhaupt besitze. Du bist ja auch einer der schönsten Menschen der Welt, ne? Man muss sich das mal anschauen, er ist ja auch wunderschön. Er ist ein wunderschöner Mensch, ich wäre auch gern so schön. Ich habe vor, jeden Monat ein Video hochzuladen. Kleiner Fun Fact ist einmal passiert, dieses hier. Just saying. Mit dem Namen Draches Monat. In diesem Video wird es dazu kommen, dass ich euch erkläre und erzähle und vorschlage oder sage, was ich mache. Was Rainer, dann ist es doch irgendwie ein Dragon Monday. Weil da sagst du auch immer, was du machst oder was du vorhast. Und vorher entschuldigst du dich noch dafür, was du letzte Woche vorhattest und nicht gebracht hast. Danach kündigst du an, was du diese Woche machen willst, was im Endeffekt dann die Entschuldigung schon mal für nächste Woche ist, was du dann nicht gemacht hast. ich machen möchte, was passiert ist und so weiter. Also im Prinzip eine Art Monat-Variante der Drachenlord-Woche, die montags immer dazu kommt. Nur Du meinst Dragon Monday, ne? etwas ausführlicher als die Drachenwoche halte Es ist dann im Endeffekt auch ein Vlog. ich für persönlich ganz geschickt, weil es den einen oder anderen immer interessiert und dann brauche ich mich nicht jeden Monat hinstellen und sagen, das ist geplant, nein, das ist nicht geplant. Blablabla. Weil viele mich immer Sehr witzig, Rainer. Sehr witzig. so fragen und das nervt mich auf lange Sicht immer ein bisschen. Es nervt ihn, wenn er was gefragt bekommt. Bin ich ganz ehrlich, für einen YouTuber ist das eine schwierige Angelegenheit, ne? Weil die Leute fragen halt gern. Ich meine, ohne Spaß, hier ist aber alles krumm und schief, ne? Guckt euch mal die Poster an. Das hier hängt hier komplett schief drin, ne? Da hat er hier 2 Schrauben reingemacht und hat dann gemerkt, da ist ja hier der Winkel im Weg. Der Winkel, geiler Winkel. Hängt was doch einfach schief auf. Sieht ja auch gut aus, ne? Hier, das ist ja schief. Schiefes Englisch, Englisch ist modern. Machen wir einfach. Hier hängt das Ding komplett über der Steckdose. Junge, wie kann man so verkacken? Es geht doch gar nicht. Ehrlich jetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das mit diesem Format hier ein bisschen vorbeugen. Rainer, du machst ein wöchentliches Format, in dem du eigentlich immer alles
naja, nennen wir es, erklärst, ankündigst, dich entschuldigst und das Gleiche machst du jetzt nochmal monatlich. So, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber... Das sehe ich auch so. Aber es ist besser als gar nichts. Wenn du mit dieser Einstellung in ein Video gehst, so, das wird nicht funktionieren, aber es ist besser als nix, Retter, dann lass es. Dann lass es einfach. Das macht doch keinen Sinn. So, ey, das wird nicht funktionieren, aber ist besser als nix. Wenn du mit dieser Einstellung ein Video anfängst als YouTuber, ja, dann sorry. Dann wird das nix. Ich habe auch schon, ihr wisst, manchmal, an manchen Tagen kam einfach nichts von mir, ja? Das lag dann daran, dass ich ein Video gemacht habe, was mir einfach selber nicht geschmeckt hat. Wo ich einfach selber sage, nee, hier habe entweder ich nicht gut performt oder das Video war so langweilig, dass ich auch nicht viel dazu sagen konnte. Und dann, bevor ich dann sage, ja, ist nicht gut, aber besser als nix, nee. Wenn ich im Video nicht confirm gehe, dann lasse ich es einfach. Also dann geht es in den Papierkorb und dann ist weg. Okay, wir fangen am besten ganz oben an. Immer eine gute Idee, immer. Das Video hier soll immer am ersten Sonntag des Monats kommen. Ich muss schauen, ob ich es immer am ersten Sonntag schaffe. Es kann Rainer, komm doch nicht jetzt mit der Das Video soll immer am ersten Sonntag des Monats kommen. Muss ich schauen, ob ich schaffe. So, dann kündige das doch nicht an, wenn du sowieso nicht weißt, ob es funktioniert. Sag doch einfach, es kommt Anfang des Monats, in der ersten Woche. Fertig. Wenn ich so anfange, das Video soll dann und dann kommen, weiß aber nicht, ob ich schaffe. Wenn ich es hochlade, ist ja besser als nix. So, nee. Was anderes ist, dass es am zweiten Sonntag des Monats kommt, das ist immer von der Wochenzahl abhängig des Monats, beziehungsweise nicht von der Wochenzahl. Meistert der Monat 4 Wochen, so circa. Sondern davon, wie der Monat aufgebaut ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt am 31. den Sonntag oder am 30. und der erste ist ein Montag, warte ich dann wirklich die komplette Woche? Ja, weil dann ist ja auch der erste Sonntag. Bis dann wirklich der Sonntag rum ist, dann ist die erste Woche ja schon rum des Monats. Oder mache ich das quasi dann so, dass ich es am 31. vorziehe? Rainer, ich kann dir sagen, pass auf, wenn du das machen willst, zum Beispiel für den Oktober, ja, du willst sagen, was ist im Oktober so passiert, dann mach das doch am letzten Sonntag des Monats und nicht am ersten. Das ist ja ähnlich wie bei deinen Vlogs, wenn du morgens um 14 Uhr, lull, aufstehst und dann Vlog drehst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss ich mir überlegen, das werde ich aber von Fall zu Fall entscheiden. Also wundert euch nicht, wenn ihr mal einen Tag im Monat, wenn zum Beispiel der erste schon der Sonntag ist oder der erste der fünfte der Sonntag ist. Was für ein profihafter Schnitt, oder guckt euch das an. Guckt mal hin, wie er geschnitten hat hier. Wenn ihr mal einen Tag im Monat, wenn zum Beispiel der erste schon der Sonntag ist oder der erste der fünfte der Sonntag ist. Kannst du dir nicht ausdenken. So gut schneiden eigentlich sonst nur noch zum Beispiel Leute wie Iblabli meine ich natürlich, Iblabli. Und das am 5. kommt, also wie gesagt, wartet am besten immer ab, das werde ich von Fall zu Fall entscheiden. Dann kündige doch nichts an. Es soll am ersten Sonntag des Monats kommen, aber wartet erstmal ab, das entscheide ich dann von Fall zu Fall. So, sag doch einfach, es kommt Anfang des Monats, fertig. Dann habe ich die Kategorien. Was soll safe kommen? Ist original ein Dragon Monday, ne? Was soll safe kommen? Was ist nicht gekommen? Was soll kommen, ist aber unsicher. Was ist für den Rest des Oktobers noch geplant? In dem Fall ist es Oktober. Normalerweise wäre es November, Dezember, Januar, je nachdem, was für einen Monat wir haben. Dieses Mal ist es der Oktober. Wird random gewählt, oder? Und am Schluss noch, nur für Mitglieder habe ich auch ein paar Informationen, die ich hier im öffentlichen Video sagen werde, die aber im letzten Endes nur was bringen für die Leute, die auch tatsächlich kostenpflichtige Mitglieder sind. Ja, schwierig. Gut, fangen wir am besten ganz vorne jetzt mal an. Ich dachte, wir wollten ganz oben anfangen, hast du mir gerade eben erzählt. Na, was denn nun? Was soll safe kommen? Auf die Nummer bin ich gespannt. Safe kommen sollen auf jeden Fall die Dragon Mondays. Das ist gut, wir haben Oktober, wartet mal eben. Ich suche mal was, ich schau mal ganz kurz auf meine Lieblingswebsite, Moment. So, safe kommen soll also der Dragon Monday. Wir gucken jetzt gerade mal hier in den Oktober rein, auf meiner Lieblingswebsite, die Drachenchronik. Ihr seht, 2020... Oktober. Jeden Tag kamen Videos. Außer 2 Montagen. Das, was safe kommen sollte,
sind die einzigen Tage, wo nichts kam. Ja gut, hier am Donnerstag auch nochmal 2 Tage. Jeden Tag kamen Videos. Außer das, was safe kommen wird. Da, habt das. Das wird also safe kommen. Ganz sicher. Ich will nicht sagen, dass wir hier vielleicht betuppt wurden. Ja, will ich gar nicht sagen. Nein, vielleicht hat er es vergessen. Natürlich dieses Format, das ja safe kommen soll, das vergisst man natürlich. Ne? Jeden Tag in diesem Monat, fast jeden Tag, gut, nagelt mich nicht drauf fest, fast jeden Tag diesen Monat ist ein Video gekommen. Außer am Montag, der safe kommen soll. So, und jetzt kommst du, Rainer. Auf die Nummer bin ich gespannt. Ganz klar. Ich mach's nochmal zurück. Safe kommen. Safe kommen sollen auf jeden Fall die Dragon Mondays. Das ist ganz klar. Ganz klar. Die kommen safe, Leute. Die kommen, die sind immer da. Immer. Da fällt niemals einer aus. Nie. Die Dragon Mondays sind diesen Monat 4 Stück. Ich habe die. Ja, Rainer, haben wir gerade gesehen. Sind nicht ganz 4, ne? Nehmen wir die Hälfte. Die kommen aber safe. Safe alle 4. Genauen Daten jetzt nicht im Kopf, aber das kann ja jeder im Kalender nachschauen. Habe ich gerade gemacht, Rainer. Und jetzt? Ist blöd, wenn das einer wirklich tut. Ne? Wenn du sagst, da kann jeder im Kalender nachschauen. Und das macht dann auch noch jemand. Halte ich jetzt persönlich nicht für Mobbing. Er wahrscheinlich schon. Kann sich ja jeder den Montag rot anstreichen, wenn er möchte. Jeden Montag kommt ein Dragon Monday. Deswegen ja. Soll ich nochmal gucken, Rainer? Auch Dragon Monday. Wisst ihr, auf welchem Kanal immer der Dragon Monday kommt? Auf dem hier. Denn, ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Wisst ihr, oder? Wisst ihr? Was ja Englisch für Montag ist. Das habe ich mir damals ja extra so ausgedacht. Nein, Rainer, das ist schon wieder gelogen. Ich habe den Stream gesehen. An dem du das Format, du hast dir das Format ausgedacht, ja, wir wollen am Montag immer was machen, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Ich weiß noch nicht, wie es heißen soll. Und dann kam die Nachricht aus dem Chat. Wie wär's denn mit Dragon Monday? Und da hast du gesagt, ja, ey, super gut, das machen wir. Dragon Monday. Und jetzt kommst du, dass du dir das ausgedacht hast? Bitte. Also bitte. Ich hab den Stream damals gesehen, Rainer. Gut. Und wenn irgendwann mal... das kann. Ich bin mir auch fast sicher, dass das Video hier auf diesem Kanal ist. Ich habe mittlerweile, weiß ich nicht, knapp 180 Videos oder so hier auf dem Kanal. Ihr müsst mal alle durchforsten. Lel. Kann ich immer dazu sagen, das sage ich jetzt hier nochmal deutlich dazu. Bitte sag es deutlich dazu. Jeden Montag. Wir können im Kalender nachgucken. Wenn mal an einem Montag kein Dragon Monday kommt, dann wird er nicht am Dienstag, nicht am Mittwoch und auch nicht am Donnerstag kommen. Was ist, wenn denn an 2 Montagen kein Dragon Monday kommt? Er wird am Montag kommen. Wenn er am Montag nicht kommt, fällt er aus. Darauf könnt ihr euch einstellen. Stellt euch schon mal drauf ein, kommt 2-mal nicht. Im Normalfall, wenn natürlich jetzt nicht irgendwie was Gravierendes passiert, wie dass ich krank werde oder so, wird im Normalfall. Und er wird nie krank. Ne? Er hat seine Dorfdudi-Abwehrkräfte, er hat eine Pulle Meditonsin, so diese 5 Liter Magnum-Flasche. Da kann eigentlich nichts passieren. Darf der Dragon Monday laufen. Für diese Woche habe ich auch schon einige coole Sachen dabei. Warum ist er noch nicht gekommen, wenn du so coole Sachen hast? Ich bin schon mal drauf freuen. Der kommt ja morgen. Kleiner Fun-Fact, kam er nicht. Für mich morgen, für euch wahrscheinlich gestern oder heute oder wie auch immer. Dann hätte ich... Oder auch gar nicht. ...ich hier als Thema Halloween. Wir haben jetzt Oktober und im Oktober ist ja die Halloween-Woche. Die Halloween... Das war auch so ein Abfall. Nee. Ey, seine Themenwochen sind sowas von... Also das letzte Mal, wo ich sagen muss, ey, da hat er ein gutes Video gemacht. Das war eine Themenwoche. Da hat er den Adventskranz gebastelt. Oh Junge, wie ein Schlaganfall oder was? Den Adventskranz hat er da gebastelt. Ich muss sagen, ich fand den schön. Ne? Ich würde mir jetzt auch nicht ins Haus stellen, aber ich glaube nicht, dass ich es besser machen könnte. Ja, viele von euch haben gesagt, ey, hier, mach doch mal das Adventskranz-Video zu Weihnachten. Haben schon sehr viele gemacht und ich bin ganz ehrlich, was soll ich mich drüber lustig machen, wenn ich selber nicht besser kann? Ne? Ich fand den, an sich fand ich den cool. War eine gute Idee. Er hat natürlich 2 Tage gebraucht, um das Ding zu machen, klar. Er hat nicht die beste Musik unterlegt und so weiter. Alles okay. Aber am Ende, den Adventskranz, der da rauskam, den fand ich ganz okay. Ne?
Das war das letzte Video, wo ich sagen würde, ey, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Gut, er hat das natürlich in der Bauruine aufgenommen, im Hintergrund die offenen Wände und so weiter. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht. Aber das Endergebnis war ansehnlich. Junge, heute habe ich es drauf mit Sprechen. Die Woche ist etwas, was ich vor ein paar Jahren schon eingeführt habe und dann auch... Kannst du das nochmal sagen? Die Halloween-Woche. Was hast du mit der Halloween-Woche gemacht? Die Halloween-Woche ist etwas, was ich vor ein paar Jahren schon eingeführt habe. Du hast doch was ganz anderes schon mal eingeführt. Des Öfteren. Und dann auch irgendwie die Jahre drauf wieder gelassen habe und dann vor einem Jahr oder zwei Jahren nochmal gemacht habe. Dann ist es ja schon sowas wie Tradition. Ne? Ich weiß noch einmal, ich werde mir das Spiel nie merken können, Marvin's Madness oder so, was er zu Weihnachten gespielt hat, weil Gronkh das zu Weihnachten im Vorjahr gespielt hat. Und dann erzählt er uns an diesem Weihnachten, wo er dieses Spiel gespielt hat, oder als er dieses Spiel gespielt hat, dass er das immer zu Weihnachten spielt und dass das Tradition hat. Er hat es das erste und einzige Mal gespielt und da war es eine Tradition. In der Halloween-Woche dekoriere ich im Hintergrund immer ein bisschen Halloween-Style. Wenn ihr ihm das schickt, wenn ihr es von der Amazon-Wishlist kauft. Und schminkt mich vielleicht auch mal in den Videos und. Soll eben ein bisschen gruseliger rüberkommen, muss ich... Rainer, ganz im Ernst, wenn ich mir diesen Hintergrund anschaue und dich... auch wieder sehr schönes Standbild. Ein wunderschönes Meme wieder. Rainer, wenn ich mir das anschaue, ist das gruselig genug. Ganz ehrlich. Mir überlegen, wie ich das letzten Endes umsetze und wie es funktioniert und alles. Aber im Großen und Ganzen wird es darauf hinauslaufen, dass der Dragon Monday... Quatsch, aber im Großen und Ganzen wird es darauf hinauslaufen, dass es eine Woche... Rainer, du hast dieses Video geschnitten. Warum hast du das nicht rausgeschnitten? Halloween gibt. Ich habe mir das Ganze so gedacht, es sind dieses Mal nicht 7 Videos, sondern 6 Stück. Das liegt daran, dass der 26. ein Montag ist und der 31. ein Samstag ist. Das heißt, der Sonntag ist ja schon kein Halloween mehr, weil Halloween ist ja der 31. Dann ist es eine Fast-Halloween, eine Halloween-Fast-Woche, oder was willst du uns jetzt erzählen? Vorerst ist geplant, dass ich 6 Stück mache, also 6 Videos. Ich will euch mal sagen, was davon kam. Nichts. Legit nichts. Er hat ein Let's Play gemacht mit Leuten auf seinem Discord. Ich weiß gar nicht mehr, was er gespielt hat. Friday 13, glaube ich. Das war's. Er hat legit nichts gemacht. Aber es kann sein, wenn ich mehr Material habe und mehr... Was ist denn, wenn du weniger Material hast, Rainer? Du hast nicht mal den Dragon Monday gebracht in diesem Monat. Also nicht mal immer. Ideen habe für Videos, dass ich zum Beispiel 9 oder 10 Videos habe, dann werde ich die 13 Videos voll machen. Sprich, dann wird aus der einen Woche Halloween werden 2 Wochen, aber mehr auf... Also der Sonntag ist ja schon nicht mehr dabei, also machen wir einfach 2 Wochen. Was ist das denn für eine Logik? Auf gar keinen Fall. Das ist jetzt auch noch eine Frage der Planung, da wir jetzt bereits den 4. haben wir heute. Und dann heute haben wir den 17. Muss ich jetzt natürlich erstmal gucken, wie ich das in den nächsten 2 Wochen überhaupt plane. Voraussetzt in den nächsten 3 Wochen dann. Was? Vielleicht hab nur ich es nicht geschnallt. Jetzt bereits den 4. haben wir heute. Und dann muss ich jetzt natürlich erstmal gucken, wie ich das in den nächsten 2 Wochen überhaupt plane. In der letzten und in den nächsten 2 Wochen. Rainer, du hast dann den Dragon Monday nicht gebracht und du hast auch kein Halloween-Video gebracht. Was hast du denn da geplant in den 2 Wochen? Voraussetzt in den nächsten 3 Wochen dann. Was? Das ist auf jeden Fall ganz oben angesetzt. Was? Na Rainer, ganz oben oder ganz vorne? Wir müssen uns mal jetzt auf einen Parameter müssen wir uns jetzt festlegen hier. Was ich auf jeden Fall mache, und das Video wird sogar zeitnah kommen, jetzt nicht. Was ihr auf jeden Fall macht, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ein Dragon Monday. Lul. Nicht heute, aber wahrscheinlich morgen oder so. Oder übermorgen. Was ich auf jeden Fall noch heute umsetzen will, ist die Aufnahme. Und zwar geht es um ein Dekorationsvideo. Jetzt muss ich hier deutlich dazu sagen, das Dekorationsvideo zu Halloween ist nur für Mitglieder. Das heißt, ja, oder halt beim Spiegellord. Das heißt, es ist nur für Leute... Oder Influencer, der kein Mensch mehr ist. Ne? Liebe geht natürlich an beide raus. Leute, die Videos kostenpflichtig oder die meine Streams kostenpflichtig abonnieren. Und diese Leute können sich das Halloween-Dekorationsvideo anschauen. Ist vermutlich nicht für viele interessant, aber die Leute, die bereits Mitglieder sind, ich möchte jetzt damit keinen neuen ziehen, sondern ich möchte... Die sollten sich verschämen. Ich will nur sagen, wer Mitglied ist, kann sich diese Videos anschauen.
Übrigens habe ich mir das Ganze etwas genauer überlegt. Ich möchte nämlich solche Videos in Zukunft öfter für die Mitglieder machen, damit sie das Abonnenten, damit sie das Mitglieder, das Mitgliedsein auch auszahlt für euch. Also Rainer, das ist dir irgendwie nicht gelungen, mich ganz ehrlich. Ne? Also ich finde immer beschweren, das ist gar nicht so geil, weil man bekommt bei dir nicht viel. Ja, nicht viel, eher so nichts. Ich habe mir auch überlegt, viele haben sich ja jedes Jahr darüber gefreut, wie ich den Adventskranz mache. Ich hatte eigentlich vor, diese Videos nicht mehr zu machen. Wirst du ja auch nicht mehr machen, ne? Dann mach dir mal keine Bange. Ich werde dann sowas machen, wie zum Beispiel Adventskranz und so. Kleiner Funfact, wird er nicht. Weiter, aber auch nur für Mitglieder. Dekoration für Weihnachten, Dekoration für Halloween und. Solche Sachen werde ich in Zukunft nur machen für die Leute, die Mitglieder sind. Oder überwiegend, nicht nur, aber überwiegend. Damit die Leute ein bisschen mehr von ihrem Abonnentendasein haben oder ihrem kostenpflichtigen Abonnentendasein haben. Dazu jetzt gleich noch eine... Ihrer Mitgliedschaft. Abos sind umsonst. Ne, ihr könnt hier auch gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen übrigens. Eine andere Aussage. Und zwar für alle. Auf meiner Amazon-Wunschliste sind... Och, jetzt fängt das wieder an. Haben wir jetzt wirklich, sind wir wirklich zum Werbevideo verkommen hier? Ich dachte, es ist so ein Monatsrückblick. Bitte, Reini, komm schon. Sind derzeit ein paar Sachen für Halloween gedacht. Ich habe darauf zum Beispiel ein paar Poster von Michael Myers, von Freddy vs. Jason, von Underworld und einigen anderen Sachen. So ein bisschen horrormäßige Sachen, die ich... Horrormäßige Sachen. Poster. Guck mal, wie verträumt er die Landschaft schon. Wie viele Träume er damals wohl noch hatte. Das heißt, er wird ein Video machen. Für Leute, die eine kostenpflichtige Mitgliedschaft haben. Wenn ihm also jetzt jemand diese Dekorationssachen schenkt, die er nur für Mitglieder aufnehmen wird, dann kann er diese Videos nicht sehen. Ja? Halte ich für schwierig. Wenn man irgendwo eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließt, dann würde ich das bei Jack Fromsoft machen. Werbung. Liebe ihn raus, Bruder. Ich habe gesehen, in den Kommentaren wird nach Trinkspielen gefragt. Jedes Mal, wenn ich Jack Fromsoft erwähne, muss einer getrunken werden. Ich finde das an sich keine schlechte Idee. Ne? Ich mache da leider nicht mit, denn sonst wäre ich am Ende des Videos ein bisschen dudeldicke. Gerne im Hintergrund an die Wand pinnen würde als Dekoration. Das ist derzeit so, dass ich es da drinnen habe, weil ich mir gedacht... Aber für den Fall, dass ihr das gerade spielt, Jack Fromsoft, Jack Fromsoft, Jack Fromsoft, Jack Fromsoft, Prost! Wenn ihr mich unterstützen möchtet und wenn ihr auch Bock auf Halloween habt, dann sehe ich das dadurch auch ganz gut. Und dann könnt ihr euch da ja mal hinsetzen und mal gucken, ob ihr mir da unter die Arme greifen wollt. Ich will nicht unter deine Arme greifen. Wirklich nicht. Rainer, es gibt so einige Stellen auf dieser Erde, auf diesem Planeten, in dieser Galaxie, zu denen ich nicht, an die ich nicht möchte. Eine davon ist unter deine Arme. Das ist ja letzten Endes auch für euch gut. Nö. Nee, nicht mal so ein bisschen. Weil die Leute, die dir das schicken, die können das Video ja nachher nicht sehen, wenn sie nicht nochmal kostenpflichtig abonnieren. Und dann ist es für die Leute nicht gut. So, die Dekoration werde ich übrigens heute noch machen. Also für mich... Ja, klar. Du hast zwar noch keine, aber wirst du heute noch machen. Logisch. Zwinker, zwinker. Ich heute für euch gestern oder so, oder vielleicht für euch heute Mittag oder was weiß ich. Ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich das heute noch mache. Ich habe das Zeug für die Dekoration bereits hier. Ich bin also bereits vorbereitet. Wie vorbereitet er damals noch war? Die Sachen von der Dekoration her sind jetzt nichts Unbekanntes. Das sind jetzt Sachen, die ich auch letztes Jahr schon hatte. Sind die Sachen, die ihr zu Weihnachten normalerweise benutzt. Und die Spinnenweben hat sich aus dem Keller gepflückt. Es kommen vielleicht noch ein paar neue Sachen dazu, das überlege ich mir mal. Es werden auch Sachen dazu kommen, wie zum Beispiel die Sachen, die auf meiner Amazon-Wunschliste sind, wenn es jemand mir bestellen möchte. Die sind ist ja gut für euch, ne? Klar. Hier oben hinstelle. Na, das ist ja ein Brett. Und ich möchte das da hinstellen. Das ist ein Brett. Mein lieber Schwan, jetzt habe ich was gelernt. Damit die Leute dann da drauf gucken können und sagen können, okay, gefällt mir, machen wir so. Was ist, wenn es mir danach nicht gefällt? Schickst du es dann wieder zurück und bekomme ich mein Geld wieder? So, sehr schön. Geht so. Der eine sagt so, der andere so.
Dann hätten wir das Thema erstmal abgeschlossen. Zum Thema, was soll kommen, ist aber unsicher. Alles. Da habe ich aktuell nur zwei Punkte drin. Das erste ist einer davon der Dragon Monday? Das erste ist so. Ich habe ja bereits gesagt, und das werde ich im Dragon Monday noch etwas ausführlicher, der ja nicht kommen wird, ansprechen, da es letzte Woche jetzt wieder nicht dazu gekommen ist. Ich werde in Zukunft keine Radl-Videos mehr machen. Oh, Reini. Aber das wäre doch gut für dich. Zumindest bis es wieder wärmer ist. Wenn es wieder wärmer ist, geht es wieder los. Auch wirklich beste Aussage. Rainer, der einzige Indoor-Sportler dieses Planeten, der aufs Wetter achtet. Ja? Irre. Mein Bengel hat mich gestern auch gefragt, du Arni, wollen wir nicht hier eine Runde auf der Switch hier Tennis spielen? Da habe ich gesagt, nee, ist zu kalt. Ne? Ganz klar. Aber im Moment wird es keine Radl-Videos mehr geben. Dafür möchte ich aber versuchen, das ist aber noch unsicher, weil ich mir noch kein Thema überlegt habe, ich möchte versuchen, einmal in der Woche am Freitag ein Video zu machen. Ich weiß nicht, welches Video jetzt sagen wird, ich sage aber einfach trotzdem, es wird nicht kommen. Das heißt, es sollen diese Woche auch 4 Videos am Freitag kommen. Es ist auf jeden Fall schon sicher, dass es am 30. dazu kommen wird, da der 30. ja in diese eine Woche von Halloween fällt. Ja, aber was denn für ein Video jetzt? Da werde ich mir vermutlich nichts extra überlegen, sondern werde es einfach so machen. Der Dragon Monday wird auch ein bisschen Halloween-mäßiger ausfallen, wahrscheinlich. Ja, wenn Halloween heißt, er kommt nicht, dann ja. Wahrscheinlich dann am 26. Und ansonsten werde ich schauen, dass ich jetzt diese Woche Freitag oder halt jetzt die kommende Woche Freitag und dann die Wochen drauf auch was hinbekomme. Was denn? Was denn, Reini? Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Ich möchte es aber so machen, dass ich möglichst eine Idee habe, die ich auch umsetze jeden Monat. Also du möchtest eine Idee haben, du hast aber noch keine. Okay. Jede Woche. So. Und dann etwas, woran ich noch arbeite, was ich persönlich, ich als Individuum möchte das... Ich. Abgekreuzt. ...schaffen. Werde ich aber vermutlich nicht, weil... Rainer, jetzt reicht's mir langsam. Ehrlich, jetzt ohne Spaß. So etwas, was ich machen möchte, werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. So, was soll das denn? Mach nochmal zurück, hört euch den Satz mal an. So, und dann etwas, woran ich noch arbeite, was ich persönlich, ich als Individuum, möchte das schaffen. Werde ich aber vermutlich nicht. So, was soll das dann? Was soll jetzt diese Ankündigung? Weil das auch nicht nur an mir hängt, sondern auch noch an anderen. Und am Wetter. Ich wahrscheinlich sowieso wieder der Bremsklotz bin, so wie immer. Und ja, das sage ich deutlich über mich selbst. Du bist ja so selbstironisch, Rainer. So selbstironisch, Wahnsinn. Und zwar, ich arbeite, oder wir arbeiten als Team bereits an einem neuen Song. Wir wissen natürlich nicht, wie der neue Song bei euch ankommt. Er ist... Wenn es Skir Skir war, kam man nicht mal schlecht an. Stilistisch ein bisschen in die... geht ein bisschen in die Richtung von Skir Skir, ist aber... Okay, dann war der schon da. Jeder Song vorher und jeder Song nachher hat diesen Stellenwert nicht mehr erreicht. War halt natürlich nicht Skir Skir, ist ja klar, den haben wir ja schon rausgehauen. Aber er wird so ein bisschen stilistisch in diese Richtung gehen oder wir versuchen uns ein bisschen in diese Richtung zu entwickeln. Rainer, alles war stilistisch. Einfach hier wie heißt es, Autotune oder was haben sie da, wie heißt das, Autotune? Einfach volle Pulle Autotune rein. Du erkennst am Ende gar nicht mehr. Hier der Guardian hat ja auch ein Lied gemacht. Hier Fuddel Fuddel. Also ohne Spaß. Der hat das danach noch unplugged abgespielt. Dass du denkst, dass das der gleiche ist, keine Chance. Weil wir da gemerkt haben, da scheinen die Leute Bock drauf zu haben. Ich muss sagen, ich habe ja bereits das Instrumental und die Vocals und alles gesehen und gehört. Nein, Rainer, hast du wahrscheinlich nicht, denn du musst die Vocals ja einsprechen. Ich habe die Sachen bereits hier, ich habe auch bereits angefangen zu üben, was das Singen angeht, damit ich... Leider nicht. ...ich das möglichst bald aufnehmen kann. Und wie es aussieht, ist es wirklich tatsächlich sehr spannend. Also... Was? Es ist... Was? Sehr spannend? ...ich das möglichst bald aufnehmen kann. Und wie es aussieht, ist es wirklich tatsächlich sehr spannend. Guckt euch mal an, das ist jemand, schaut ihm mal ins Gesicht.
Das ist jemand, der nicht wusste, wie er gerade seinen Satz beenden sollte und einfach irgendwas gesagt hat. Einfach irgendwas. Der Song ist eigentlich wirklich, etwa tatsächlich sogar, letzten Endes sehr spannend. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Song auch ein ziemlicher Erfolg sein dürfte. Kleiner Funfact, war er nicht. Ich persönlich finde ihn jedenfalls ziemlich geil. Das wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass ich ihn bis Ende des Monats schaffe. Ich persönlich möchte ihn bis Ende des Monats rausbringen. Das wird aber vermutlich nicht funktionieren, also... Dann kündige es nicht an. Rechnet mal eher mit Ende November. Ich hoffe, dass sich das bis dahin auch wirklich hinhaut. Und ich möchte nichts ankündigen, was ich nicht halten kann. Hast du grad. Deswegen ist es keine Ankündigung, sondern nur eine Sache, die ich plane. Wahnsinniger Satz. Insoweit ist es eine Ankündigung. Ihr wisst, was ich meine. Hast du selbst gemerkt, ja? Nein, es ist keine Aussage, es kommt oder es wird nicht kommen, sondern es ist lediglich die Aussage, dass ich plane. So, dann wäre das erstmal auch abgeschlossen. Dann, Was ist für den Oktober noch so geplant? Dragon Mondays. Für den Oktober ist ebenfalls geplant, mich darum kümmern möchte, wie es mit den Streams aussieht. Ihr wisst ja, dass seit September jetzt neue Gesetze für die Streams rausgekommen sind. Ich selbst habe mich noch nicht darüber informiert. Rainer, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, wenn man davon ausgeht, dass deine Haupteinnahmequelle die Streams sind. Ja, ich wurde schon oft gefragt, ja, warum hat er so wenig Videos und so viele Streams? Ja, weil er sich in diesen Streams mit Geld bewerfen lässt. Deswegen hat er so viele Streams und so wenig Videos. Und jetzt kommen neue Gesetze raus zum Thema Streaming. Rainer hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Das ist seine Haupteinnahmequelle. Irre. Muss ich erst noch machen. Und dann muss ich erst mal gucken, wie es letzten Endes aussieht. Letzten Endes! Woo! Grüße gehen raus an Hicks, an Quaffi, an Franz, an Süßmulle, an alle, an euch. Ganz viel Liebe. Von den Videos her, von den Streams her meine ich, wie ich das streamtechnisch... Was? Wie es letzten Endes aussieht, von den Videos her, von den Streams her meine ich, wie... Rainer, du hast das geschnitten und trotzdem den Versprecher drin gelassen? Wie geht das denn? Wie kann man denn einen Satz mit Versprechern noch schneiden? Nee. Wie ich das streamtechnisch umsetze, kann ich inzwischen ankündigen, kann ich nicht ankündigen, darf ich mehr als 500 Zuschauer haben und. Darfst du nicht. Ich weiß so ein paar kleine... Jetzt natürlich ja. Ich muss in der Hinsicht sagen, es gab diesen Fight zwischen Rainer und der BLM. Ganz ehrlich, eigentlich war ich auf der Seite von Rainer. Kann ich dir auch so sagen. Ne? Ich finde, diese Gesetze, diese Mediengesetze sind einfach komplett veraltet, weil die auf diese neuen Medien, wie jetzt zum Beispiel Internetstreaming, einfach noch nicht ausgelegt waren. Ich war da wirklich auf der Seite von Rainer. Ganz klare Sache. Natürlich habe ich ihn damit gerne geärgert und so weiter, aber trotzdem insgeheim war ich auf seiner Seite. Doch, kann ich so sagen. Doch, ja. Keine Auszüge bereits, aber ich habe mich noch nicht hundertprozentig darüber informiert und habe auch noch keine Gelegenheit dazu gehabt. Rainer, du bist arbeitslos. Entschuldigung, er ist ja Streamer. Rainer, du arbeitest also eine Stunde, zwei Stunden am Tag. Und hast keine Gelegenheit gehabt, dich darüber zu informieren, wie dein weiteres berufliches Leben ablaufen soll. Merkst du was? So. Dann wäre das auch erstmal soweit. Ich möchte das nochmal einmal ganz kurz zurückspielen für Uti. Falls er dieses Video sieht. Uti, Liebe geht raus. Guck nochmal. Ich weiß, Uti mag das sehr gerne. Ja, er ist dann immer so ein bisschen hier. So ist er dann drauf, wenn er sowas hört vom Reini. Das mag er sehr gerne. Dann wäre das auch erstmal soweit. Was ich auch vorhabe, ich habe ja im Hof einen Kombi stehen, ne, den Ford Mondeo Kombi. Den würde ich gerne im Laufe dieses Monats zerlegen und nach die Einzelteile einlagern, bei mir in der Scheune oder im Stall oder sonst wo. Ich weiß schon wo. In der Scheune, im Stall oder sonst wo, ich weiß schon wo. Der Satz passt nicht, Reini. Aber es spielt ja keine Rolle, wo. Ich will dir auf jeden Fall schauen, dass ich die einlage. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal den Mondeo auch aus dem Hof selbst weg, da ich ja...
Kleiner Funfact, wird auch nicht passieren. Ne? Er hätte den Mondeo in diese Methalle rollen können. Und natürlich bekommt er, ich sag mal, wenn er das Ding so an Bastler auf eBay verkauft, weiß ich nicht, kommt da 300, 400 Euro. Wenn er allerdings das Ding in Einzelteile zerlegen würde, die Blinker, die Leuchten, die Motorhaube, die Türen, alles einzeln verkaufen würde, die Windschutzscheibe, die alles einzeln verkaufen würde, würde er natürlich viel, viel mehr Geld dafür bekommen. Ja? Einzelteile sind teurer. Problem ist, das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Also ist das nichts geworden. Momentan überall, und da sind wir schon im zweiten Punkt, mein Haus verbessern, überall versuche ich Verbesserungen anzubringen. Bitte, Rainer, bitte. Guck mal, wo er hinschaut gerade. Er merkt gerade selber, hier erzähle ich ein bisschen was. Hier wird es jetzt schwierig. Hoftor, mein Haus, überall, meine Türen, meine Fenster, meine Wohnung selber, mein Haus selber, meine Innenausstattung und alles. Und deswegen ist es momentan die Planung, dass ich den komplett zerlege. Dann sind wir sogar schon beim letzten Punkt, und zwar nur. Also du willst dein Haus verbessern, indem du den Mondeo zerlegst. Kommt nur mir der Satz jetzt komisch vor, oder? Nur für Mitglieder, Video, monatliche Zusammenfassung aller Fanpakete und Geschenke. Ich möchte einmal im Monat ein Video raushauen, in dem ich euch Fangeschenke zeige und Fanpakete zeige, die ich geschickt bekommen habe. Jeder, der ihm nicht Nüsschen geschickt hat, sollte sich was schämen. Hierbei möchte ich allerdings alle Fangeschenke und Pakete, die ich gekriegt habe, auf einmal zusammenfassen und euch in einem einzigen Video zeigen. Ja, nicht, dass er noch zwei Videos machen müsste. Dann, also das wäre ein bisschen viel verlangt, ne? Da kann das Video auch mal eine halbe Stunde, Stunde gehen. Es kann sein, dass ich in der Drachenlord, im Drachenlord-Monat, in der Drachenmonat, ich muss mich noch an den Namen gewöhnen. Drachenoffiziell 15-10 Monat. In Draches Monat kann es passieren, dass ich dann die Sachen auch nochmal zeige. Sachen, die ich besonders geil fand, die ich bekommen habe oder so. Kann gut sein, dass ich die mal zeige. Aber letzten Endes wird es darauf hinauslaufen, dass ich das in einem eigenständigen Video mache, wo ich dann alles mal zeige. Da werde ich mir das dann alles aufschreiben. Ich habe mir extra so einen Blog hier zur Seite gelegt, beziehungsweise so ein, ich habe mal das Hater-Buch hier. Das werde ich umfunktionieren und werde da quasi die Sachen, die da drinnen stehen, ne, hier ist so, wartet mal. Ich habe ein Hater-Buch. Also ey, ohne Spaß, selten Sätze, die man nie wieder hören wird von irgendwelchen anderen Personen. Ich habe ein Hater-Buch. Wahnsinn. Mal kurz. Das ist von einem alten Hater-Gedöns mal, wo die so ein komisches Catcher-Buch gemacht haben, wo sie immer Stress gemacht haben hier in der Gegend. Das werde ich umfunktionieren. Willst du sagen, dass du aus dem Lügenschatz von RBS, willst du das damit sagen? Dass du dieses Buch gestohlen hast? Und werde mir da reinschreiben, wann und was ich bekommen habe und werde euch das dann in einem Video zeigen, einmal im Monat. Du musst dir also aufschreiben, was du bekommen hast. Reicht es nicht, wenn du das siehst? Das wäre im Prinzip alles. Das ist aber auch nur ein Video, das es für Mitglieder geben wird. Das liegt daran, weil ich den Zuschauern, die kostenpflichtig abonnieren, wie gesagt, auch zeigen möchte, dass ich ihnen ein paar mehr Videos gebe. Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu überlegen, was ich überhaupt so an Mitgliedervideos raushauen kann. Du könntest jedes Video im Endeffekt als Mitgliederding raushauen, weil es eh egal ist. Ja? Wir haben uns das bei Spiegelort oder bei Influencer, der kein Mensch mehr ist, angeschaut. Gut, dann wären wir damit erstmal soweit fertig. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, dann bedanke dich mal. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge, im nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö, Reini. Tschö, tschö. Oder sind wir am Ende für heute. Ja? Ich danke euch fürs Zuschauen. Hab ich euch erwischt, oder? Wer hat geglaubt, es war das Ende? Wer hat's geglaubt? Hä? Hab ich euch erwischt oder hab ich euch nicht erwischt? Seid ehrlich. Nein, wir haben natürlich, ich habe dieses Thumbnail hier gewählt. Es geht natürlich auch noch um Zelda. Dieses Video heißt, Zelda hat mich voll erwischt. VlogDM. Junge, wie er Ersatz geschrieben hat, kann ich hier nicht. Ich kann es nicht mal aussprechen. Tut mir leid. Er hat also keinen Vlog gemacht, er hat keinen Dragon Monday gemacht, weil es kam nämlich Zelda Breath of the Wind. Das kam raus und unser Reini möchte uns davon berichten. Und ich habe mich
schon vor ein paar Wochen mal daran erinnert, ey, das Video, wo er über Zelda redet, das musst du eigentlich mal machen. Ne? Das war einfach sehr, sehr witzig. Und ich würde sagen, wir gehen da mal rein in den Hugo. Abfahrt. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder das Intro übersprungen. Mensch, das passiert mir aber auch ständig. Ja. Junge, wie dreckig kann ihr, wie dreckig soll ihr T-Shirt sein? Ja. Alles bitte. Ich habe jetzt das Spiel nochmal gestartet. Ja. Junge, wie diese Konsole aussieht. Bruder. Der ist ja noch dreckiger als das Shirt, das Ding. Wahnsinn. Junge. Überleg mal, ihr seid jetzt ein Kumpel von Reini. Und sagt, was zockst du denn so? Dann sagt er, ja, Zelat. Darf ich auch mal? Dann sagt Reini, ja, hier, nimm. Und dann siehst du dieses Ding. Was machst du dann? Lehnst du freundlich ab? Oder ziehst du dir erst Handschuhe an? Junge, wie das Teil aussieht. Wahnsinn. Ich bin jetzt gerade am Tempel gewesen. Und ich kann sagen, ich kann es einfach nicht aus der Hand legen. Ja, merkt man, Rainer. Du machst dir gerade ein Video und hast es immer noch in der Hand. Das ist nicht sehr professionell. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich es nicht am Freitag kriege. Weil das Leute abbestellt haben. Du hast dir ja vorbestellt und haben es Leute abbestellt einfach beim Laden. Aber ich war am Freitag. Ohne Spaß, guck doch mal, wie dreckig dieses Shirt ist. Schau dir das mal an. Diese Haare. Ohne Witz jetzt. Unfassbar. Wie man sich so gehen lassen kann. Ich sage euch, das ist so bei Rainer, ich kenne ja ungefähr seinen Bartwuchs, das ist so 4 bis 5 Wochen nicht rasiert. Knapp 4 bis 5 Wochen. Ähnliche Zeit, würde ich sagen, hat dieses T-Shirt auf dem Buckel und ich glaube, die Haare wurden in der Zeit auch nicht wirklich gepflegt. Und so stellt er sich vor die Kamera, setzt sich vor die Kamera. Nee. Ehrlich, nee. Dann Nachmittag nochmal im Laden und da war es dann tatsächlich da, beziehungsweise ich habe dann angerufen. Wenn man sich mit dem Gesicht vor die Kamera setzt, ja, ich nehme jetzt mal ein paar Leute, ihr könnt von denen halten, was ihr wollt, ja, ich sage da nicht zu, nehmen wir einen Rocksau, einen Pinky, einen ZTK, einen Utti, egal wer sich mit dem Gesicht dahingesetzt hat, die sahen alle tipptopp gepflegt aus. Immer. Immer. Ja, ZTK pflegt seinen Rauschebart auch. Ich habe mal Roxa angerufen. Ihr wisst, ich habe ab und zu mal mit Roxa den Sonntagsmorgens hier das Notenfrühstück gemacht. Ja, da habe ich Roxa angerufen. Ich sage, was machst du? Ich sage, wir müssen live gehen. Ja, ich rasiere mir gerade noch den Schädel. Ich kann doch so nicht vor die Kamera gehen. Niemand hätte das gesehen. So, aber da achtet man drauf, wenn man sich da mit dem Gesicht vor die Kamera setzt. Niemals habt ihr bei irgendjemandem gesehen, dass der so aussieht. Wahnsinn. Es hatte mehrere Gründe, dass ich gesagt habe, ich bring's nicht raus. Also ich. Er zockt auch übrigens gerade, ne? Für den Fall, dass ihr es nicht hört. Hört man einfach genau hin im Hintergrund. Und den Controller, den hört man auch. Hört mal genau hin. Es hatte mehrere Gründe, dass ich gesagt habe, ich bring's nicht raus. Also ich. Während er ein Video aufnimmt, ist er am Zocken. Nee. Nee. Es hatte mehrere Gründe, dass ich gesagt habe, es kommt erst am Samstag oder am Montag. Zum einen habe ich erfahren, dass anscheinend einige Leute vom Saturn standen. In Erlangen. Ich habe bewusst gesagt, dass ich in den Saturn das hole. Ich war nämlich überhaupt nicht im Saturn. Rainer, die Leute haben da angerufen und deine Reservierung rückgängig gemacht. Da war eine Reservierung da, ja. Und die anderen. Da gibt es Telefonmitschnitte von. Es gibt da Aufnahmen von, wie Leute da angerufen haben. Ja, hier ist der Rainer. Ibims, ich habe ja Zelda vorbestellt, ne? Und dann haben die geguckt, ja, haben sie vorbestellt. Können sie wieder abbestellen, ich habe kein Geld.
Ja, ist gut, dann bestellen wir es ab. Und jetzt sagt Rainer, das ist nie passiert. Kannst du dir nicht ausdenken. Andere Sache ist jetzt... Und ist dabei am Zocken. Er schenkt uns nicht mal seine Aufmerksamkeit, während er uns betuppt. Ich mach das mal auf dem Tablet. Rainer, mach's auf Pause! Ich spiel doch ja auch nicht FIFA oder Gothic oder Dark Souls oder so, während ich hier ein Video aufnehme. Verdammt, bin ich schon wieder gestorben. Spaß. So, ich pausiere das Spiel mal kurz. Ich muss es jetzt mal... Ja, pausier es mal kurz, Rainer. Aber nur ganz kurz, okay? Nur ganz kurz. Wahnsinn. Pausieren. Ich habe mir den jetzigen Zeitpunkt ausgesucht. Es ist jetzt, 7.80 Uhr. Moment. Ja, genau. Es ist jetzt kurz vor 9. Also ich habe ja auf dem Gamepad auch immer die Nummer, die Zeit. Morgens oder abends, Rainer? Gut, muss abends sein. Kurz vor 9 morgens ist er noch nicht wach. Beziehungsweise auf der Wii U. So, also zunächst mal, es wird ein Let's Play davon geben. Ja, ungefähr 30 Mal. Ich habe auch ein kleines Video gedreht. Das sollte ursprünglich am Samstag kommen, kam es jetzt nicht. Das hat mit diesem kleinen Teil hier zu tun, mit der Elgato Game Capture. Falls ihr euch, ich habe mir auch ein Game Capture Ding geholt, damit ich God of War aufnehmen kann. Ich weiß, Leute, ich habe es immer noch. Ich habe aber wirklich, ohne Spaß, ich verspreche es euch, hoch und heilig. Ich habe euch ja gesagt, ich habe so 2,5 Stunden oder so gespielt. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich aufnehmen. Dann habe ich mir genau diese Elgato geholt. Ich kann euch sagen, kauft ihr hier günstig, kauft ihr zweimal. Ja, das Ding war crap. Das war einfach nicht gut. Ich habe es zurückgeschickt und habe mir eine andere gekauft. Und ich hab noch nicht weitergespielt, God of War. Also ich will es dann nochmal neu anfangen. Ich weiß, ich muss es tun. Ich weiß, es tut mir leid, Leute. Ankündigungs-Ani und so weiter, ihr habt ja natürlich recht. Elgato, das ist die neue. Also die Elgato Game Capture HDS. Ich weiß nicht, ob das jetzt das neueste Modell ist. Nein. Ich gehe aber davon aus. Gehst du falsch aus. Dazu muss ich aber noch sagen, ich mache dazu noch ein kleines Extra-Video mit einem Gewinnspiel, weil die... Ach, Rainer und die Gewinnspiele. Bruder, das ist auch ein Kapitel für sich. Aber ich kann euch sagen, diese Game Capture Card, wenn ihr Super Nintendo so aufnehmen wollt, ist das Ding in Ordnung. Wollt ihr jetzt wirklich irgendwie in 4K aufnehmen, von der PS5 her, reicht das Ding einfach nicht. Ja, es reicht einfach nicht. Hier könnt ihr nämlich gewinnen. Ja, ho, mega Spoiler, mega Ankündigung. Zunächst mal, ich habe heute zwei Bilder gepostet, zwei Bilder vor allem, mit drei Fingern. Gut, ob du jetzt weißt, wie viel 2 und 3 ist, ich bin mir da sowieso recht unsicher. Ne? Zwei Bilder gepostet auf Instagram mit dem Ruhe in Frieden Dekobaum. Du hast ja auch schon Ruhe in Frieden Rainer Videos aufgenommen. Ne? Sind nicht ganz so gut angekommen, Rainer. Tatsächlich habe ich eine Stelle gefunden im Spiel, bei der es aussieht, als wäre das der tote Dekobaum. Es gibt aber weder irgendwelche Crocs, die da rumstehen und heulen, noch gibt es da irgendein anderes Anzeichen dafür, dass es der Dekobaum ist. Abgesehen davon, dass dieser Baum scheiße riesig war. Ich habe schon gedacht, ich bin in Pandora und spiele Avatar, wo der riesige Baum gekillt wurde. Wo in Avatar 1 der riesige Baum? Ey, ohne Spaß, ich kann mich nicht mehr... Ich habe letztens erst Avatar 2 geschaut. Da war doch ein Baum da. Und da wurde er erst gekillt. Wurde er im ersten Teil auch schon mal gekillt? Bruder, jetzt bin ich mir echt unsicher. Kann sein. Ich kann mich echt nicht erinnern. So ungefähr hat es nämlich ausgesehen. Es sah nur in dem einen Moment so aus, als wäre das eine ein Auge gewesen. Und deswegen habe ich das nämlich gesagt. Und wie er dabei danach an sein Auge fasst. Passt mal auf. Er sagt, das eine wäre ein Auge und danach hat er was im Auge. Es sah nur in dem einen Moment so aus, als wäre das eine ein Auge gewesen. Und deswegen habe ich das nämlich gesagt. Oder wäre es ein Mund gewesen. Auf jeden Fall sah das so aus. Und deswegen habe ich mir... Rainer, woher weißt du denn, wie ein Mund aussieht? Ich dachte, ich mache jetzt ein Bild. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Dekobaum ist oder nicht. Wenn er es wirklich ist, bin ich ein bisschen enttäuscht von Nintendo, dass sie ihn an so einer unspektakulären Stelle platzieren. Aber wie Eiji Aonuma gesagt hat, sowas wie das Mars... Wie er was gesagt hat? ...spektakulären Stelle platzieren. Aber wie Eiji Aonuma gesagt hat... Ist auch schön, ich weiß nicht, ob der Name richtig ist, aber man sieht hier den Schnitt. Das heißt, er hat sich den Namen wahrscheinlich schnell rausgegoogelt und ihn dann gesagt. Und jetzt tut er so, als wäre er den Namen im Kopf gehabt hätte.
Passt mal auf, guckt auf den Schnitt. Nur, dass sie ihn an so einer unspektakulären Stelle platzieren, aber wie IG auch. Da war der Schnitt und jetzt kommt der Satz. Numa gesagt hat, sowas wie das Masterschwert, also als sie damals im Safehouse, als sie das damals gemacht haben und gesagt haben, dass sie da das rostige Schwert direkt am Anfang, wo man gefunden hat, er würde ja so ein wichtiges Item wie das Masterschwert niemals an so einer billigen Stelle verstecken. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ja, achso. Okay, hier kommt ein. Ja. Kleiner Lachversch. Ach Gott, diese Rechtschreibung. Bruder. Kleiner Lachflash beim Schneiden gerade. Ja, er findet seine eigenen Videos auch sehr witzig. Ich habe es später am Abend gestern tatsächlich per Zufall gefunden. Das Masterschwert. Also das Masterschwert. Okay. Ich bin einfach rumgelaufen und habe es. Und habe die Welt erkundet und da war es. War total gefälscht gestern. Was? XD. Bin weit davon entfernt, es zu nutzen. Bruder, nee, ich werde hier aus seiner. Nee. Komm, weg. Ganz ehrlich, aber tatsächlich ist es so, dass. Er hat also jetzt gerade einen Lachflash beim Schneiden und musste uns das mitteilen. In seiner eigenen Art. Dekobaum garantiert nicht an dieser Stelle ist, selbst wenn er es ist. Weil, ganz ehrlich, das ist weder im Wald, das ist mitten auf der Ebene, es ist nicht im Wald, das ist einfach irgendwo random. Rainer, wenn du nicht glaubst, dass es der Dekobaum ist, warum hast du dann zwei Bilder hochgeladen mit RIP Dekobaum? Also, Und ich bezweifle, dass es wirklich der Dekobaum ist. Es ist einfach ein scheiß riesiger Baum gewesen. Wenn es wirklich ist, entweder wird storytechnisch nochmal darauf hingewiesen, dass man dahin muss und dann mitbekommt, was die Sache ist, was ich nicht glaube, weil es, wie gesagt, eine relativ unspektakuläre Stelle ist. Er ist komplett raus, ne? Er ist komplett raus. Auf der anderen Seite ist es... So müsst ihr euch mich vorstellen, wenn ich über Gothic rede. Wirklich, ich kenne da auch jede Stelle. Bei Zelda bin ich jetzt nicht ganz so affin. Bei Gothic ist das schon anders. Das ganze Spiel ein Open-World-Game. Was wiederum heißt, dass es da einfach sein könnte. Aber oder bei zum Beispiel Dark Souls. Jack FromSoft, Prost. Aber dazu werde ich im Let's Play nochmal was sagen, wenn es das Let's Play dann gibt. Oder wenn's welches der 30 oder 40 oder 50 Let's Plays? Guck mal hier. Ich glaube, er will gerade einen Kussi geben. Was dazu kommt. Gerade ein bisschen Erbrochenes im Mund. Sollte auch nächste Woche der Fall sein. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Montag sollte theoretisch gesehen der Grabber kommen. Okay. Ja, ich lese es euch vor. Also mit nächster Woche ist diese Woche gemeint. Diese Woche natürlich zusammengeschrieben. Woche immer klein, versteht sich. War ja Sonntag, Alös. Und Sonntag war ja Sonntag, alles ich aufgenommen habe, deswegen habe ich nächste Woche. Was? Ich bin raus. War ja Sonntag, alles ich aufgenommen habe. Also nach dem habe soll ein Komma hin eigentlich. Okay. Deswegen habe ich nächste Woche gesagt. Okay. Und ja gut, das Ö ist neben dem L, kann passieren. Das M ist neben dem N. Natürlich nur ein M, dann macht ja natürlich Sinn, ne, beim Sonntag. Oh. Mir ist das auch schon passiert, ja, dass wenn ich als schreibe, dass ich dann Alös schreibe, ja, oder, also nicht das Wort, aber, dass da mal ein Tippfehler passieren kann, dass ein M und ein N vertauscht wird, dass man auf die andere Taste nebenan nochmal mit draufkommt und so weiter, alles gut. Aber wenn ich sowas einblenden will, dann lese ich das nach. Und ja, mir ist das auch schon in Videotiteln passiert, gebe ich ja auch zu. Aber es ist mir halt nicht jedes Mal passiert, so wie bei ihm hier. Habe übrigens schon den Bescheid bekommen, morgen dürfte ich ihn in der Hand halten. Punkt. Und man fängt mit und an den nächsten Satz. Macht Sinn.
Und dann wird. Oh, er hat hier übrigens dann mit 2N geschrieben. Ja, wir müssen. Bitte, nehmt bitte euren Kalender raus und kreuzt das rot an. Dann ist hier richtig geschrieben. Mit 2N. Und dann werde ich das Spiel sowas von aufnehmen. Sowas natürlich groß, macht Sinn, klar. Aber hier hat er wirklich dann richtig geschrieben. Wenn wirklich kein Satz hier drin richtig ist, dann ist richtig. Ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass jetzt der Grabber noch nicht gegangen ist. Ihr fragt euch jetzt, hä? Du hast doch den Grabber. Ja, Rainer, hä? Du hast doch den Grabber. Nein, habe ich nicht. Und dazu. Aber da ist doch die Box, also du hältst sie doch in der Hand. So kommt es, wie gesagt, noch in einem anderen Video. Das ist der Grabber HD60S. Und der ist doch gut, hast du gesagt. Das ist doch der neueste, hast du gesagt. Und der geht bei mir nicht, weil ich keinen USB 3 habe. Wie gesagt. Das ist schlecht. Kommt alles noch in einem eigenen Video. Kleines Auspackvideo vom neuen Zelda habe ich auch gemacht, wo ich bisher auf das Detail eingegangen bin und so weiter. Hier steht, das steht ja oben noch was. Da könnt ihr gar nicht sehen, weil das Overlay davor ist. Kommt auch heute aber auf dem Gaming-Channel. Okay. Zelda habe ich auch gemacht, wo ich bisher auf das Detail eingegangen bin und so weiter. Ja, und wie gesagt, da gibt es noch ein genau. Könnt ihr euch noch diese Let's Plays von Mimon erinnern? Wo er einfach den Fernseher abgefilmt hat? Bruh, das war auch anders wild. Ist detailliertes Video dann. Es kommt auch noch die andere Elgato Game Capture HD 60. Und da zeige ich euch dann auch ein Auspackvideo und wie sie angeschlossen ist und bla und überhaupt. Hat er dazu ein Auspackvideo gemacht? Oder ist es hier Ankündigungsreini? Sowieso. Ich mache auch einen kleinen Vergleich zwischen dieser Elgato Game Capture, der alten Game Capture und der 60, also der HD 60. Rainer, dann ist das ja eine ältere, die du bestellst. Also machst du einen Vergleich mit der alten und der, die du nicht benutzen kannst. Dann könnt ihr da mal reinschauen und könnt mal ein bisschen. Und warum erzählst du dann, du verlost das Ding? Du hast doch sowieso keine Kohle. Gib das doch zurück. Geh in den Laden und sag, Leute, hier habe ich nicht gesehen, brauche ich USB 3 dafür, habe ich nicht. Die meisten sagen dann aus Kulanz, jo, alles gut, nehmen wir zurück. Die ist ja noch nicht gebraucht. Und wenn du sie bei Amazon bestellt hast, dann kannst du es sowieso wieder zurückschicken. Komm doch nicht auf die Idee, das Ding zu verlosen. Am Ende wurde es ja sowieso nicht rausgeschickt, kleiner Spoiler. Aber gib die doch einfach zurück. Ein bisschen mitgucken. Ich habe mir den jetzigen Zeitpunkt für das Video ausgesucht. Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen. Das findet er wirklich. Oh, schaut euch das an. Das findet er wirklich witzig, ne? Das ist so seine Art von Humor. Bisschen haspelig. Hören wir uns das nochmal an. Zeitpunkt für das Video ausgesucht. Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen. Bisschen haspelig. Das findet er richtig lustig. Auch hier könnt ihr euch ausmalen, dass er wahrscheinlich einen Lachflash beim Schneiden hatte. Das liegt daran, dass auf der einen Seite mein Essen gerade kocht, auf der anderen Seite möchte ich unbedingt weiter ans Game und weiter zocken und ich habe jetzt schon 2 Titanen gemacht. Achtung, kleiner Spoiler. Ich finde schön, dass es genauso lange eingeblendet wird wie diese Wall of Text, die er da versucht hat zu schreiben. Den Vogel und den Elefanten habe ich jetzt schon gemacht. Sau. Waren gute Bosse. Doch, ja. Cool. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Vogel ein bisschen enttäuscht war wegen, naja. Weil es nicht um Vögeln ging. Ah, oh, da hast du dich aber. Am Thema vorbei. Fehlenden Cutscenes, die bei dem Elefanten, ich sag nicht, welche Völker das sind und so weiter. Bin beim Elefanten, war ich sau überrascht, sau coole Cutscenes und alle. Der Elefant war sehr gut ausgedacht, hier mit diesem Rüsselheben, mit dem Wasser und so weiter. Ich fand, das war ein guter Dungeon, doch. Aber beim Vogel kam das irgendwie gar nicht. Also bei dem riesigen Vogelfiech bin ich mega enttäuscht, muss ich sagen, weil da hätte man eigentlich einfach mehr rausholen können in dem. Bestes Spiel der Welt, von den Bossen bin ich mega enttäuscht. In dem Fall. Da ich jetzt erst 2 Titanen von 4 gefunden habe, muss ich jetzt erstmal gucken, was dabei Sache ist. So, und ich werde wahrscheinlich jetzt einen fetten Spoiler-Warnung gemacht haben, bevor ich das gemacht habe. Hast du gemacht, Rainer. Ich bin richtig stolz auf dich. Echt jetzt, ohne Spaß. Weil sich ja einige Leute ja schon auf Instagram aufgeregt haben, dass ich zu viele Spoiler. Gut.
Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Zwei Titanen habe ich schon gemacht. Ich habe die Komplettauflösung mir bestellt gehabt. Die werde ich vermutlich auch morgen bekommen. Und deswegen hat er auch noch kein Let's Play davon gemacht. Ne? Rainer spielt Spiele nur mit Komplettlösung und wenn er sie auswendig kennt. Erst dann ist es Let's Play würdig. Wenn ich sie bekomme, werde ich sie euch auch zeigen. Ich werde sie nicht auspacken, weil sonst heißt es hinterher, ja, du schaust dir hier wieder was ab und da wieder was ab und bla. Völliger Schwachsinn. Rainer, du hast es gemacht. Du hast es sogar, glaube ich, zwei Videos später hast du es gesagt. Ich finde auch, diese Komplettlösung ist was Nices, ne? Ist was ganz Gutes, so für einen zweiten Durchlauf. Aber den ersten möchte ich auch blind spielen. Ich habe allerdings jetzt einen kleinen Fehler gemacht und zwar... Ja, Rainer, das ist des Öfteren schon passiert, sagt man. Habe ich jetzt bei diesem Spiel... Ich mach's mal so, Moment. Machen wir mal so, das sieht man nicht wirklich viel. Junge, wie die Konsole aussieht. Wahnsinn einfach. Bruder, ist das Ding dreckig. Ohne Spaß, ich sehe jetzt gerade Link da stehen und habe jetzt auch wieder Bock, Zelda zu zocken irgendwie. Also zumindest sollte das nicht so spektakulär sein. Ich bin jetzt hier ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Rainer, du hast doch gerade geschnitten. Schaut mal, da ist doch ein Schnitt. Warum hast du das denn nicht auch rausgeschnitten? Guckt mal genau hin. Da war der Schnitt. Und dann sagt er trotzdem, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Boah, ich will weiterzocken. So, Fakt ist auf jeden Fall, das ist ein Sauger. Wie kann man so hängen geblieben sein, ehrlich jetzt mal, ohne Spaß. Als erwachsener Mann, der er sein möchte. Mit vier Augenbrauen, warum auch immer. Wie kann ich denn so auf dem Spiel hängen geblieben sein, wenn ich weiß, ich muss eigentlich arbeiten? Natürlich, ey, ich sitze auch oft auf der Arbeit, wo ich mir sagen muss, ey, ich bin jetzt bei Gothic 2, also über Weihnachten, ja, ich hatte da einen Notdienst, musste auch nochmal zu einem Kunden und da stand ich kurz vor diesem Banditenlager, wo Dexter sich halt versteckt. Leute, die es kennen, Likes gehen raus. Und ich war auch auf der Arbeit und hab gedacht, ey Bruder, ich will da eigentlich weitermachen jetzt, ne? Aber natürlich bin ich zur Arbeit gefahren. Ich habe meine Arbeit gemacht. Auch wenn ich gerne weitergespielt hätte. Ich kann da nicht sagen, oh Leute, ich komm nicht. Ich muss hier zocken. So wie er das hier gerade mit seinem Video macht. Das ist ja seine Arbeit angeblich. Geiles Spiel ist, holt's euch, wenn ihr Interesse an Zelda habt. Es ist auch was für alle. Kann ich auch nur empfehlen. Also wenn ihr Interesse an Zelda oder an Open-World-Spielen allgemein habt und euch die Grafik jetzt nicht unbedingt stört, dann spielt mal Breath of the Wild. Das ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Muss ich Reini leider zustimmen. Da hat er recht. Leute, die Open-World-Games mögen, ich werde demnächst mal mit Zahlen um mich schmeißen. Das mache ich aber nicht heute, weil ich jetzt... Oh, Reini, an Zahlen kann ich... Ach, mach da nicht heute. Ich wollte es gerade abkreuzen. Ich kreuze trotzdem ab. Ich bescheiß einfach. Überhaupt nicht der Laptop. Der Laptop ist nicht mal an. Der Laptop, Leute, der ist nicht einmal an. Hier. Da könnt ihr das sehen, der Laptop ist nicht an. Der ist den ganzen... Wie er auch die Kamera abgeklebt hat, ne? Das macht total Sinn für jemanden, der sowieso sein Gesicht ins Internet hält. Macht es total Sinn, die Kamera abzukleben. Der ist den ganzen Tag nicht angewiesen. Es ist den ganzen Tag nur die Wii U gelaufen und der große Rechner, der aktuell da drüben steht. Also ist es ein Rechner und eine Konsole an und jetzt willst du trotzdem damit flexen, dass der Laptop aus ist, oder was? Rainer, geht's noch? Der Laptop ist doch das, was du zum Arbeiten brauchst, oder nicht? Lädst du auf dem nicht hoch und schneidest und renderst nicht an dem? Das heißt ja auf Deutsch, guck mal Leute, guck mal, ich arbeite nicht. Haha, guck mal hier, der ist aus. Ich will zocken, nö. Und nicht hier, weil ich momentan nur einen Bildschirm habe und das ist der große Fernseher, weil aus irgendeinem Grund der LG-Bildschirm hier mit der Grafikkarte Probleme hat. Also der LG-Laptop, der Bildschirm hier, der hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mehrere verschiedene Probleme mit... Dann passt ja ganz gut zusammen eigentlich, oder nicht? Grafikkarten, also verschiedene Grafikkarten. Grafis nennt man das, ne? Grafis. Mit meinem Laptop... In der Republic of Germans. Laptop kommt da halbwegs klar. Aktuell funktioniert da allerdings kein HDMI. Allerdings kann es auch am Laptop liegen, weil es funktioniert beim Fernseher auch nicht. Aber der LG hat der mal einen ehemaligen Kumpel von mir gehört. Einen ehemaligen Kumpel. Ja. Bevor wir uns verkracht haben. Wie auch immer, jedenfalls.
Also könnte so gut wie jeder sein. Habe ich ihn den abgekauft damals und der hat halt ein paar Probleme mit Grafikkarten. Scheiß ärgerlich, dass der. Also hat dir dein ehemaliger Kumpel einen kaputten Monitor verkauft, oder was willst du uns jetzt sagen? Jung. Der mit dem anderen Rechner jetzt nicht funktioniert. Für mich sehr umständlich, wenn ich anfange aufzunehmen, aber es wird funktionieren. Übrigens, falls du das hier siehst, lieber Troll, ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem neuen Fernseher, falls er schon da ist. Liebe geht raus an dich, Bruder. Wenn auch notdürftig. Notdurft kennst du dich ja aus. Gut, das war es dann eigentlich soweit dazu. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was jetzt Sache ist, was passieren wird. Und ich muss jetzt zu meinem Essen. Das Video hier werde ich im Laufe des heutigen Abends noch schneiden. Warum nimmt man ein Video auf, während das Essen kocht? Oh, ich muss noch mal ein bisschen gucken. Nein, Spaß. Hochladen. Seht es als kleinen Ersatz für den Dragon Monday, den ich momentan nicht in der Lage bin zu machen, weil ich schlicht und ergreifend einfach zu sehr an diesem Spiel hänge. Heißt, ich arbeite nicht, weil ich zocke. Ja? Starke Aussage. Ihr könnt das aber bei eurem Chef oder bei eurem Lehrer versuchen. Wenn der Lehrer reinkommt und sagt, Leute, wir schreiben jetzt hier Mathearbeit, sagst du einfach, du, ey, nimm's mir nicht böse, aber ich muss jetzt nach Hause. Ich muss jetzt hier Zelda zocken. Der Lehrer wird garantiert sagen, jo, kann ich verstehen. Kannst die Arbeit ja auch ein andermal schreiben. Ich werde schauen, dass ich dann im Laufe der nächsten Woche wieder anfange, richtig weiterzumachen. Aber stellt euch mal darauf ein, dass es mindestens 2 Wochen dauern wird. Bitte was? Bitte was? Du wirst nächste Woche wieder anfangen, Videos zu machen. Du wirst nächste Woche wirst du wieder reinhauen. Aber stellt euch mal darauf auf, dass es 2 Wochen dauern wird. Was? Den hören wir uns noch mal an. Ich werde schauen, dass ich dann im Laufe der nächsten Woche wieder anfange, richtig weiterzumachen. Aber stellt euch mal darauf ein, dass es mindestens 2 Wochen dauern wird. Also, er wird nächste Woche wieder anfangen, aber stellt euch mal darauf, dass es mindestens 2 Wochen dauern wird. Also nächste Woche ist in mindestens 2 Wochen. Steile These, steile Theorie. Junge, wir sind bei über einer Stunde. Ich wollte eigentlich ein kurzes Video machen. Ey, ohne Spaß, aber das triggert mich gerade. Ich komme sowas von zu spät heute. Bis wieder aktiv was kommt. Wobei ich dazu sagen will, ich will mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass ich nächste Woche den Dragon Monday schaffe. Also heute in einer Woche soll auf jeden Fall ein Dragon Monday kommen. Vielleicht nochmal mit so ein paar kleinen Mini-Eindrücken vom Anfang des Spiels und so weiter, damit ich keine Spoiler. Es soll auf jeden Fall, mein Let's Play soll auf jeden Fall weitergehen. Also es soll auf jeden Fall das Let's Play weitergehen. Und es werden auch noch 40, 50 Stück folgen. Denn ich werde definitiv mit meinem eigenen, also ich habe ja, das ist ja eine Wii, also ich habe auf der Wii ja einen Account und ich habe da mehrere Accounts. Wie er einfach mit einer Wii überfordert ist. Irre. Und das heißt entsprechend, dass ich da auch einen Account damals für meinen Gaming-Kanal gemacht habe, dass ich immer, wenn ich irgendwas game, spezifisch auf diesem Account zocken kann. Super, Rainer. Super. Was letzten Endes eigentlich... Letzten Endes! Woo! ...eigentlich genial ist, weil daraufhin können wir zusammen das in Ruhe zocken. Ja, weil dir auch keiner deinen richtigen Namen kennt und du deswegen natürlich den Account nicht benutzen kannst, ne? Klare Sache. Gut, das war's jetzt. Atme erstmal tief durch, Reini. Tief durchatmen. Das war jetzt ziemlich viel Info von mir für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Er macht das Spiel schon an. Er ist noch nicht mal fertig mit seinem Video und macht das Spiel schon an. Angeblich will er gleich zu seinem kochenden Essen gehen. Ja, Wahnsinn. Ey, nee. Als wenn er sich selber was zu essen kocht. Lull. Und nee, komm. Und mit dieser schönen Musik verabschiede ich mich. Bis die Tage. Haut rein, euer Drache. Sayonara, Malane. Und nächste Woche geht das Let's Play los. Aber mindestens in 2 Wochen. Ne? Klare Sache. Gut, Leute, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Ich bin echt spät dran, verdammt. Ich dachte, eine Dreiviertelstunde oder so. Komm, kriegen wir hin. Aber nee, ihr wisst, der Arni redet immer ein wenig viel. Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, dass ich mir das nicht alleine antun musste, dass ihr zu mir steht. Ihr seid einfach die Besten. Das hier ist die beste Community der Welt und ich liebe euch. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Ja?
Ich werde jetzt hier links noch ein Video einblenden, rechts eine Playlist für die ganz hartgesottenen. Und in der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ist für euch natürlich kostenfrei. Und wenn ihr geile Let's Plays sehen wollt, geht zu Jack Fromsoft. Prost. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Michi Matane. Fliesen, meine ich. Ding hier. Löwen. Ihr wisst, hier das, ihr Ding.